Hallo und herzlich willkommen zurück bei Biomutant. Wir stehen hier auf der Steppe. Nee. Ach, die sind wieder da. Sind die wieder gespawnt etwa? Ah, stimmt, das war eigentlich diese Schwachsinn. Weil das Spiel wahrscheinlich dachte, wir sind hier schon viel früher. Voll ins Schwarze. Naja. Sieh immer. Noch nicht mal eine Minute um und schon kämpfen wir schon. Ganz fantastisch. Ein Zungengribbler nehmen wir natürlich mit. So. Was wollen wir eigentlich machen hier? Wir wollten zum alten Weltlager. Stimmt das denn? Da wollen wir hin. Ja, das stimmt sogar. Tatsache. Tatsache. So. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Mr. Ton. Mr. Ton will mich hier schon wieder ein bisschen rollen. Mr. Ton macht immer einfach das, was er will. Kann ich vorher einstellen, was ich will? Und dann denkt sich Mr. Ton, ich ärgere die jetzt mal wieder, ey. Ich stelle mich jetzt mal wieder komplett um. Ich will da drüben hin. Ich weiß, wir sollen da nicht hin, aber ich will da drüben hin. Da ist ein kleines Dörflein. Oh, und da ist so ein anderes Ding. Und da ist ein Eingang irgendwo hin. Wir machen erstmal das hier. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Oh, da will ich eigentlich auch hin. Oh, das ist ja schrecklich. Ja, also unser Ziel ist natürlich der Steinalp, bevor wir zum Pummelschnauber zurückgehen und unsere Flaschkula heißt. War ich hier schon? Hä, kann ich hier nicht beten? Kann ich hier nicht beten? Das für ein Schnulli. Okay, hat halt nicht gebetet. Hier, Flauschkolossnest. Ist das hier alles Flauschkolossnest? Ja, wir müssen natürlich irgendwann wieder zum Pummelschnauber. Das ist, der wird wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde kämpfen und danach sind meine keine Dingsbums, Ahnung, meine Finger einfach schrot. Oh, hey, ihr habt mich getrickt. Hey, wieso sind die so stark? Ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit, aber... Was ist das? Voll die Bobbeldinger. Boah. Ach, das alte Weltlager. Stimmt, das ist doch das Flauschkolossnest. Ja, ich verstehe. Oh, da brauchen wir unsere besondere Zniege. Nee, warte mal, wir müssen eine andere Zniege auswählen. Und zwar unsere Mute-Zniege hier, das müssen wir auswählen. Die muss mal bitte jetzt vorbeikommen. Da ist sie schon. Beweg dich, bevor es eine Essenspause will. Die Harthöhle. Behaglich sicher. Die Harthöhle. Los, komm. Rein hier. Ach nee, okay. Nein. Oh. Ich habe es geopfert. Es tut mir leid. Nee. Es ist ertrunken. Wahrscheinlich wegen mir. Gut, diese Höhle sieht aus wie eine andere Höhle, die wir schon mal gefunden haben. Wo denn hier los? Hey! Mal den hier kalt. Hey, yo! So das. Hey, die treten mich. Ich soll doch gegeneinander kämpfen, Rumpelbock. Haben sie plötzlich Plätze getauscht oder was? Ich hab euch gesagt, ihr sollt nebeneinander. Gegeneinander kämpfen. Geht doch. Ja. Mhm. Oh. Kneifnock. Oh, das hat eine andere Farbe. Schraubwusch. Nehmen wir auch mit. Okay, haben die hier irgendwo was Cooles? Wahrscheinlich eine überragende Beute irgendwo.
Das hier wird zu einer ziemlichen Expedition. Ja, ja, Mister. Ein Dedicati. So, was haben wir hier? Nichts mehr, okay. Ah, hier. Ein Kuckuck. Das war nicht die überragende Beute, die mir versprochen wurde. Ich glaube, hier gab es eine überragende Beute, oder? Toll. Wird mir gar nicht angezeigt. Ach doch, überragende Beute, okay. Wo ist sie? Und hier kommen wir doch. Wo ist meine überragende Beute, verdammt nochmal? Ein Stein. Ein Schrottgestell. Auch keine überragende Beute. Die überragende Beute. Noch irgendwo ein Dreckhaufen. Okay. Aha. Braune Lederweste. Verschrotten. So. Die Harthöhle haben wir nun abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt mal wahrscheinlich zum Flauschkoloss. Und schauen mal, was der so möchte. Jetzt hoch. So, da. Oh, oh, es geht echt fix. Also das funktioniert echt gut. Wenn du nicht sehen kannst, ist es leicht vom Weg abzukommen. Ja, hast du wohl recht. So, die Harthöhle haben wir die jetzt gemacht. Schauen wir mal, was wir hier oben für ein wunderbares Dörflein haben. Soeben bist du über das Dorf Miuf gestolpert. Miuf. Mal sehen. Ja, da ist Miuf. Okay, wir sind irgendwie sehr weit vom Weg abgekommen. Obwohl, warte mal, wie gehen denn, was machen wir denn? Wir machen am besten, hier ist haben wir schon gemacht, wir gehen am besten dann wirklich dahin, wenn man beim Muffy fertig sind, also beim Muff. Hi. Ho. Ich möchte alles finden. Habt ihr hier was für mich? Wieso habt ihr nichts? Oh, da ist was. Draußen? Ah. Holzreste. Die einzige Art von Resten, die man noch irgendwo wachsen sehen kann. Ach, und das hat gar nicht mal zum Juf gehört, oder was? Hm. Was haben wir denn hier noch? Haben wir irgendwo eine Kiste? Irgendwie ist das hier sehr kistenlos. Ist eine Kiste drin? Hm. Das ist doch eine Kiste, oder? Nee, die ist schon offen. Ey, hier war schon jemand vor mir hier. Was soll das? Peng Peng Händler Ressourcentotem. Ach, das haben wir schon. Okay, Waffenverbesserungswerkbahn. Peng Peng Händler. Mach erstmal hier die Tür auf. So. Hallo. Ich hätte gerne eine Kiste. Ich bin heute extra hergekommen, euch zu besuchen. Nachts wird dich niemand kommen sehen. Oh, der hat eine Quest für mich. Steh auf. Ist begeistert, dass du die Glitzermotten gefangen hast. Glitzermotten, kehre zum Dörfler zurück. Okay. Ist begeistert, dass du die Glitzermotten gefangen hast. Okay. Glitzermotten für das Gewächshaus. Ja, das haben wir mal schnell so im Schlaf erledigt. Wo ist jetzt der doofe Peng-Peng-Händler?
soll das denn? Normalerweise sieht man die doch. Das ist ein komisches Dorf. So, Pengi Pengi. So, Nadel im Heuhaufen haben wir auch nicht. Muss der erst aufstehen, oder was? Nicht zu früh dran. Von hier kamen wir. Ich muss jetzt mal gucken. Also, Peng Peng Händler, Waffenverbesserungswerkbank. Gut, dann gehen wir halt erstmal hoch zur Waffenverbesserungswerkbank. Die ist hier vorne. Ah, da ist auch der Peng Peng Händler. Okay. Das ist unser Mega-Schwert. Das können wir leider nicht mehr verbessern. Das können wir auch nicht mehr verbessern. Schade. Wann bricht endlich der Tag an? Ausrüstung verbessern. Achso. Nee, können wir eh nicht machen. Lassen wir mal so. Gut, dann gehen wir noch zum Peng-Peng-Händler. Irgendwie haben die hier keine Kistchen mehr. Das ist voll traurig. Hier, Pengi-Pengi. Sagt, für dich gibt es einen Spezialpreis und eine schöne Verpackung. Oh, vielen Dank. Ich glaube doch gar nichts. Hat vollstes Verständnis. So, Newf, haben wir abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt mal tatsächlich zum Tote. Da. Und dann sammeln wir das Pip ein. Und dann noch das Flauschkolossennest. Das ging auch fix jetzt hier. Oh, ein Polym nur. Okay, wir nehmen mal dieses Pip hier mit. Na? Dauert wieder. Aha. Wir haben The Pip. Ist hier unten vielleicht eine Kiste für mich? Undankbares Pack. So, ah, was haben wir hier? Schnell gefangen. Oh, hier können wir wieder. Los, fang ihn! Hab ich. Da drüben liegen schicke Holzreste. Pass auf die Aber nur Splitter eins. Auf. So, Flauschkolossennest. Ja, Flauschkolossennest wird immer davon. Okay. Reittier-Pip. Was ist das denn? Ach, da vorne ist das Flauschkolossennest. Glühendes Eisen. Monsterschlüssel 9i. So, Quest verfolgen natürlich. Überragende Beute ist da drin. Geheimer Beugebunker, Reittier-Pip-Futter. Das ist mal. Oh, seine Zähne sind wirklich sehr schrecklich. Da vorne haben wir Grünautomat. Wir nehmen jetzt mal den Grünautomat mit, weil irgendwo müsste hier auch noch so ein. Das Pip-Futter da oben hat ja nicht dazugehört. Hm. Pip. Hm. Naja. Gehen einfach mal dahin. Vielleicht finden wir es da oben. Ist es hier irgendwo? Hm. Probiere es mit einem Schlüssel. Du entscheidest über deine eigene Geschichte. Sturztrommel, ja. Kistchen. Kryogenes Modul. Ein Tabi-Rock. Das brauchst du zwar jetzt nicht, aber. Und eine Hochschulbomberjacke. Und ein Zap. Und ein Zitronenscheibsen.
schwarze Lederweste haben wir hier, ein wunderbares Modell, was verschrottet wird. Oh, ein Blumen, was, ein Blumenhemd? Wo sind denn da Blumen? Dampfware. Und ein Gesundheitspaket. Oh, wieso vergesse ich eigentlich immer, dass wenn ich reinkomme? Fedora. Nicht ein Fedora, sondern ein Fedora. Kommt weg. So, jetzt fehlt mir immer das Pip-Futter. Da oben dieses Pip hat ja nicht dazugehört. Also muss hier irgendwo noch ein Pip-Futter sein. Das ist aber das einzige Pip, was hier da war. Da ist noch ein Grünautomat. Ist kein Pipfutter mehr. Reittierfutter. Man erkennt das ja auch eigentlich von Weitem schon. Tagsüber ist es so viel heller als nachts. Das ist voll die Weisheit. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Oh Mann, hier stehen überall diese ganzen Dinger rum. Verdammt. Davon los, Grafikfehler. So, hier hat der Flauschkoloss, sein Lager aufgedingsbumst. Ja. Das ist doch das einzige Pipfutter da oben. So, wir gucken erstmal, wo wir als nächstes hinwollen. Wir könnten halt hier hingehen, oder? Terraglobus. Gut, komm, wir nehmen den Terraglobus noch mit und dann laufen wir hier so lang und dann gehen wir mal hier hin. Materra-Globus, so. Reittier-Pipfutter fehlt uns immer noch. Das muss doch hier oben das sein, oder? Das ist zu weit weg. Außerdem haben wir das schon. Vielleicht haben wir das mit dem Grünautomat verwechselt. Wir behalten mal alles, was wir jetzt fangen, schnell. Hier. Du musst zu deinem Kumpel. Hey. Was soll denn das? So, Kreatur behalten. So. Hier ist kein Pip mehr. Hier kein Reittier-Pip da. Dann gehen wir mal. So. Das da drüben möchte ich noch schnell mitnehmen, bevor wir zu unserem nächsten Plätzchen da aufbrechen. Holzreste sind wunderbares Baumaterial. Das solltest du gebrauchen können. Was haben wir denn da? Ach so, die, da waren wir schon, okay. Auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, umzudrehen. Wir nehmen hier nur noch... Oh. Hier gibt es überall dieses nur noch schnell mal mitnehmen. Die Ebene. So, wir beten erstmal kurz, bis die Blümchen wachsen. Ende! Blümchen sind gewachsen. Ist ja wunderbar.
So, dann nehmen wir das hier unten. Es gibt nicht mehr viele Tage. Vergeude sie nicht. Oh, 51. Wo sind sie denn? Da. Ich will jetzt verdammt nochmal das Dings haben. So, er hat nichts da gelassen. Oh, im Spiel bald Level ab, ey. Er hat leider auch nichts. Man kann nie genug Schrott haben. Ob Plastik oder was anderes. Oh. So, hier ist einfach mal so Müll. Gut, diesen Müll davon werden wir uns mal genauer anschauen. Oh, der ist ganz allein hier. Ein Vieh. Müssen wir mitnehmen. So. Ach ja, hier wollten wir eh hin. Endhaltestelle. Aha. Alles klar. Wir betreten eine Endhaltestelle. Wir bitten Sie alle auszusteigen. Okay. Wir räumen erstmal da die Autos leer, bevor wir hier irgendeine Endhaltestelle betreten. Gibt's hier was? Ja, hier. Eine rote Zweifach-Tuft-Strickmütze. Wirmt weg. So, was haben wir hier noch? Kofferraum. Ein Nack-Mongul-Rockby. Rockby? Kommt weg. Und hier haben wir noch etwas. Drei Autos sind eigentlich drei Geschenke. Wieso ist hier kein Geschenk dabei? Was soll das? Hä? Was soll das? Ihr habt mein Dingsbums gedingst. Was soll das? Wieso ist hier nicht... Das ist so groß. Wieso ist hier kein Geschenk? Naja. Ich würde sagen, bevor wir diese Endhaltestelle da mal... Sieht aus wie ein Bahnhof oder dieses komische Gruselhaus, was in Disneyland steht. Bevor wir das betreten, würde ich sagen, beenden wir mal diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.